Heute darf ich mich ganz anders an Sie wenden, nämlich an Sie, liebe Mütter, auch an meine liebe Mama. Es ist heute jener Tag, den wir gewohnt sind, im Kreise unserer Familie mit unseren Lieben zu feiern und uns bei unseren Müttern zu bedanken. Ich hoffe, dass auch Sie am heurigen Tag möglichst mit Ihren Lieben zusammenkommen können, auch wenn die Gasthäuser geschlossen sind. Übrigens, es ist ja nicht so schwierig, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man sich's gut gehen lässt. Zum Beispiel kann man, so wie ich gestern mit meiner Tochter, einen Kuchen backen, der für meine Backkenntnisse durchaus einigermaßen gelungen ist. Oder man kann zusammen auch kochen. Auch etwas, was wir ja in den letzten Wochen öfters in den Familien praktiziert haben. Und apropos letzte Woche. Ich möchte mich ganz besonders bei unseren Frauen und Müttern bedanken, die nämlich die Hauptlast zu Hause in der Corona-Krise getragen haben. Auch das soll an diesem heurigen Muttertag erwähnt sein. Ich wünsche Ihnen einen möglichst schönen Muttertag, wünsche Ihnen, dass Sie viel Freude haben mit Ihren Lieben und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.